In unserem nächsten Beitrag geht es um das bekanntlich bunte Nachtleben in Leipzig. Unser Team hat dabei ein ganz besonderes Juwel für euch entdeckt. Sagen wir eigentlich auch erstmal Hallo oder quatsche ich gleich los? Im Herzen von Leipzig versteckt sich eine der interessantesten Musikbars, das Tonellis. Bei Besitzer Tonelli liegt die Musikalität in der Familie. Da meine Mutter Sängerin ist, erinnere ich mich irgendwann daran, dass ich eigentlich doch gerne Musik machen wollte und bin dadurch zu Musikern gekommen, die mich auf die Idee gebracht haben, doch eine Gaststätte aufzumachen, wo jeden Tag Musik drin ist. Damit fügt sich die Bar ins musikalische Bild der Stadt. Eine Musikszene gibt es in Leipzig auf jeden Fall, die gab es immer schon, auch früher schon, mit vielen Bands. Und es gibt auch 3 oder 4 Musikschulen hier in Leipzig, wo ständig junge Musiker ausgebildet werden. Wenn es so viele Musikschulen gibt, dann muss es da auch einen Ort geben, wo die sich auch mal ausprobieren können und jeden Tag spielen können. Die Bar besticht durch ihr vielfältiges musikalisches Angebot. Montag ist Jazz, Dienstag ist Gitarre, Mittwoch ist Rock'n'Roll, Donnerstag ist Blues oder sogar eine Open Mic, wo man sich als Laie anmelden kann, mit einer Profiband zu singen. Und am Wochenende sind halt geplante, gebuchte Bands. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Wir haben eine Küche, wir haben am Wochenende einen Grill draußen, wechseln auch ständig wöchentlich die Essenskarte und also es ist alles abgedeckt. Egal ob Hunger, Durst oder Tanzlaune, das Tonellis ist einen Besuch wert. Und oft genug steht der Chef sogar selbst auf der Bühne. Beat on hard, baby! Yeah. Ever since the day we met! Yeah. I've been down hard, baby, ever since the day we met. Yeah. Our love was nothing but the blues.